Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Pote. In dieser Folge haben wir uns im End eine Elytra geholt und diese Folge müsste, wenn ich mich nicht täusche, direkt nach der Folge sein, die mit dem Enderdrachenkampf war. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau, weil das einfach schon so lange her ist. Und ich entschuldige mich nochmal auch im Vornherein. Irgendwie sind an manchen Stellen kleine Lags, also beziehungsweise da ist aber nur Standbild. Ich versuche es so gut wie es geht rauszucutten, aber hier und da könnte es noch so sein, dass da ein Standbild ist, weil die Aufnahme während des Streams irgendwie nicht richtig gut geklappt hat. Und ja, es ist eine Aufnahme aus dem Stream, deswegen ist auch unten dieser Balken drin. Damals hatte ich den außersehen mit aufgenommen. RIP an der Stelle. Und der eine andere schlaue Fuchs unter euch, dem fällt bestimmt auch auf gerade, dass das Bild ein bisschen verzogen ist. Das liegt auch an der Aufnahme. Sorry dafür. Ich hoffe, in der nächsten Folge wird's besser. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Und auch einfach so weird, wie sich der Boden, also das Void halt einfach nicht irgendwie bewegt. Das ist eine steife Textur aus verschiedenen lila, schwarz, weiß Pixeln. Alter, was war das? Macht doch sowas nicht mit mir. Ich krieg ja einen Anfall. Nee. Ich biege jetzt ab und versuche mich da irgendwie andersweitig zu sehen. Ich muss halt gucken, dass ich keinen Enderman anfange. Ich habe einen Enderman angegriffen. Ich würde sagen, scheiße. Freunde. Ich bin jetzt über der Insel, also viel passieren kann nicht. Warum? Warum sind hier... Alter, wie viele Endermen sind hier? Komm doch mal ein bisschen näher. Ich will nicht. Alter. Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Das da unten ist er, oder? Da. Komm mal bitte. Bitte. Alter. Mein Herz. Und ich sage noch, am besten keinen... Endlich festen Boden unter den Füßen. Ich will hier nicht mehr weg von dieser Insel. Ich bleib jetzt hier. Ich camp jetzt hier. Ich würde mal hier so an den Rändern von der Insel entlang gehen, dass ich die Karte ein bisschen aufdecke. So. Also da ist mal nix und da hinten brauche ich nicht weiter. Hier in die Richtung wäre tatsächlich noch mehr. Ich würde gucken, dass ich irgendwie hier rüberkomme. Und dann hier rüberkomme. Hier rüberkomme. Das ist mir nämlich zu weit. So was mache ich nicht mehr. Ich bin froh, wenn ich hier drüben bin. Ich suche mir auch ein anderes Portal. Teil, wenn es auch nicht so schlecht gelegen ist. Bis das nicht gefunden ist, bleiben wir halt im End. Oh, da hinten. Oha. Okay. Es hat sich sogar gelohnt, hier hinzugehen. Ich wollte erst nicht, hatte überlegt,
Und lohnt sich das hier hinzugehen? Es ist noch ein Endgateway. Es ist eins, was nicht über der Void schwebt. Es ist eins, was... was auf jeden Fall aussieht, wie obwohl es nicht im Void schwebt. Ne, es scheint so, wie wär's... Leute, guckt mal da. Da sind zwei Endgateways auf einer Insel. Gut, das hat sich mehr als gelohnt. Lol. Eins. Das andere ist hier irgendwie weiter hinten. Aber als ob, also ich meine, da ist das eine. Und das ist sowas von in der Luft, also da gehe ich niemals wieder hin. Aber hier. Wartet, Gateway. Oh, da war Caps an. And Gateway. Da ist es hier. Wir sind noch alles drauf. And Gateway. Dann gehen wir jetzt hier rum. Dann eine Festung? Nee, oder? Nee, das ist ein Kurs. Nach einer Stunde, einer Minute haben wir Dings gefunden. Endinsel mit Schiff. Nein, Endcity mit Schiff. So. Wo? Da. Wo davon? Wo? Da! Schon. So, ich halte ein bisschen Abstand, denn jetzt wird spannend, jetzt wird ausgepackt. Nicht geplant, oder so. So, und so. So sieht's aus. Wieder mit Netherite. Ja. Ich hab so Strahlen, wenn ich mich schnell bewege. Okay. Glück hat das hier. Das schwebt da aber gerade der Enderman. Nein, ich wollte ihn gerade so hauen und schwupp war weg in die Luft gehoben. Ja. Ich hätte jetzt auch irgendwie die Schubkraft bekommen. Okay. Jetzt. Sky's the limit. Find Lytra. Hier ist immer noch... Wir haben es bis jetzt immer noch nicht geändert, dass hier die Scheibe drin ist und da oben das Loch. Weil eigentlich war das hier irgendwie damals so. Hier war irgendwie Dias oder so im Boden. Und dann war hier ein Beacon, den man hier finden konnte. Haben sie aber... leider ausgequetscht.
das und das. Ich habe hier ein Anvil. Ich habe hier eine Elytra und einen Boo. Ich habe 91 Level. Ich habe 6 Level Kosten. Ich habe eine Elytra. Ich kann die Elytra einsetzen. Nehmen den Amboss hier mit. Den Crafting Table hier mit. Anvil packe ich hier rein. Das sind. Die Stufe brauche ich eigentlich nicht. Diesen einzelnen Block kann ich auch nicht. Das. Nee, halt. Ich brauche noch Raketen. Die Stufen und kommen nach rein. So, und jetzt können wir fliegen. Jetzt habe ich eine Elytra. Die mit dem Cape Design ist. Wie war das nochmal? Oh. War ich abgestürzt? Ja, ja. Fliegen wir mal nach da. Richtung Endgateway. Wow. What? 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 Alter, das, was ist das für ein Riesending? Okay, das markiere ich dann auf der Karte, dass da noch einiges zu holen ist. Ich muss mal kurz in die Luft. Ich muss mir das gerade auf der Map angucken. Als ob Schiff und wie riesig einfach. Jetzt mache ich Luftangriff aufs Schiff. Guck zu und lerne das. Nein. Tschüss. So, so schnell hat man eine zweite Elytra. Ich glaube, ich mache gleich nochmal Luftangriff auf die spannenden Räume hier. Das sind die spannenden Räume. Jetzt hier. Ist hier raus. Hallo. Hallo. Kein Essen. So. Halbes Herz. Halbes Herz. What? Ich hatte keine Blöcke, um mich irgendwie zuzubauen. WTF! Komm, ich flieg nach Hause, ich lasse den Crafting Table hier holen. Okay, belass es. Der Crafting Table bleibt hier. Ich nehme nur die Energies mit, die ist wichtiger. What? 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 Was habe ich jetzt gemacht? Great View from up here. Levitate up 50 blocks from of the Falcon. Oha! Als ob. Das geht ja jetzt gerade übelst ab hier. Ich hatte ein halbes Herz. Also ich war
Alter, ich war fast tot. Also sagt, danach habe ich irgendwie noch Great View from Up hier den Erfolg freigeschaltet. So. Und da kommen Schalterdinger angeflogen. Und ja. Übrigens, das wird eine sehr spannende Folge. Einmal eben gerade fast tot. Dann noch diesen Erfolg. Und ja. Autsch. Wow. Da bin ich wieder. Oh. Ich glaube, ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass ich jetzt fliegen kann. Weil ich meine, wir hatten... Tatsächlich ist das erste Mal, dass wir so lange nicht im End waren. Also, ja, während ein Projekt läuft. Eigentlich ist man ja normalerweise relativ am Ende. Am Anfang, im End. Aber, ich habe jetzt dadurch mich ja so dran gewöhnt, hier immer von meiner Burg nach da zu laufen, also nach da und mittlerweile sogar von, wenn ich hier bin, dadurch und dann dahin durchs Portal. Und jetzt kann man einfach hier, ich kann bis zu meiner Burg gleiten. Ich habe noch eine Ersatzlüter. Mal gucken, vielleicht kaufe ich mir von irgendwem die Schalkerboxen. Juhu. So, die Folge geht eigentlich, wie lange geht die? Ich meine, ich lasse halt das ganze Rumwandern raus, deswegen ist es auch gut so. Es ist aber 2 Stunden, 21 Minuten und 21 Sekunden gerade lang geworden.